Da Maisaatgut sich sehr stark in seiner Größe unterscheiden können, von kleinem zierlichen Mais bis relativ großem Mais, ist es bei uns relativ einfach gelöst, die Scheibe zu tauschen. Dazu müssen wir nur die Dosierung hochsetzen, die Gehäusehälfte öffnen und können dann werkzeuglos die Trommel entfernen. Wir haben hier jetzt eine Standardtrommel verbaut. Es gibt jedoch für verschiedene Korngrößen verschiedene Lochdurchmesser. Wir haben einmal 5 mm, 5,5 mm und 6 mm. Und diese können wir dann einfach werkzeuglos tauschen und einsetzen. Das Ganze dann für jede Dosierung. Und dadurch ist ein sehr schneller Wechsel der eigentlichen Sägescheiben bei der Azurit möglich. Wichtig ist, Sägescheibe getauscht, Dosierung wieder runtersetzen und los geht's.